Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Wieder mal mit Shin Shin und Kaki. Oh, ihr beiden seid aber so motiviert. Warte, da gehöre ich nicht her. Ja. Ihr beiden seid aber war das nicht mein Source? So, jetzt bin ich wieder happy. Oh, seid etwas motivierter, Leute. Ich bin Shorty Cuba. Hallo. Hallo, Shorty Cuba. Ich muss heute in ein Stockbett schlafen, also. Oh Mann, Stockbett. Ja, ich muss Stock. Muss ich nicht noch irgendwo anders hin? Vielleicht da, wo der Masterschlüssel oder sowas ist. Also, du musst zum Auge. Das Auge? War das nochmal? Wo komme ich jetzt extra hin, weil ich das Ding habe? Wohin? Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Was war da rechts alles? Rechts, rauf, links. Das können wir mal probieren. Rauf. War da nicht irgendwas? Rauf. Und die Fresse. Rauf und dann links. Ja! Keine Schuhbahn. Er ist drüben, weil ich von drüben hergefahren bin. Ist sehr mühsam. Schwimm! Kann ich extra den ganzen Weg hier wieder zurückgehen? Und extra wieder drin. Gut, für die Leute, die letztes Mal nicht dabei waren, wir haben den Dungeon angefangen. Das heißt, ihr habt noch nicht so viel verpasst. Ich begebe mich jetzt nach oben hin. Nein, für den Zwischenboss. Und ich verrecke halb. Bullets, die sich zu langsam bewegen. Sterbt. Meine Bombe. Auch wenn ich sie höchstwahrscheinlich nicht brauche. Du wirst mir ein Schild anbrennen, stimmt's? Blutkerne. Nein. Ja, ich hau schon ab. Wucher. Betrug! So, komme ich hier überhaupt irgendwie wieder zurück? Ja, Tatsache. Das ist ja toll. Links. Ach, halt die Fresse. Links. Ah, okay. Da war ich noch nicht. Da war ich wirklich noch nicht. Rätsel. Fliegt er nicht den Schlüssel ins Wasser dann? Na, sag ich's. Er steht einfach auf Wasser, während er keinen Schlüssel erhaltet. So, das Problem. Aber es darf man nicht. Ja, welcher Stock ist das? Wie komme ich da hin? Ja, du musst wieder runtergehen. Dort, wo du gerade hochgegangen bist. Ach, du erklärst es mir einfach. Da muss ich runter, oder wie? Nein! Okay, gut. Hier. Da oben. Oh, nein! Deins? Ja, mein Bild schon. Achso, ja, ist egal. Und es hat sich aufgegangen, das heißt, du hast Zeit. Also, kurzer Cut. Gut, wir haben herausgefunden, wo es weitergeht und, zwar, jetzt schalte ich nur kurz her, wir gehen hier rechts lang. Und rechts waren wir noch nicht. Den Schlüssel habe ich jetzt wieder. Nachdem sich das Spiel ja aufgegangen hat, musste ich das Ganze jetzt wieder reinmachen. Und ich glaube, jetzt bin ich einmal richtig, weil das habe ich schon mal eingestellt, aber ich war noch nicht dort. Genau. Toll, jetzt brauche ich nur noch eine Fee. Oder sowas in der Art. Ach, komm doch. Gib mir, danke. Ah, ich weiß, da ist ein Block, den ich im Schlüssel. So, wo ist er? Wo ist er? Verdammt. Verdammt. Komm her. Du kommst auch her. Komm her. Oh, ich hasse diese Passage. Gerade mit so wenig. Falsch. Gerade mit so wenig Leben möchte ich das normalerweise nicht machen. Mal. Na komm.
Oh, nicht runter. Nein! Chill! Chilling, chill! Danke. Ja. Vielleicht irgendwas drunter. Ja. Kommt einfach her. Der Schlüssel liegt im Auge. Genau da, wo da, er hin ist. Da war da nicht irgendwas in dem Film auch? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht. Ich wüsste es jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, es war wohl ein Film. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Mit dem Skype-Erzeug da. Mit dem Schatz. Ist das etwas von einem neueren Teil oder? Na gut, dann treten wir mit Bipping, Bipping, Bipping dem Boss entgegen. Wo war der überhaupt? Ah, ein Stock hoch weit unten. Ja, und wie komme ich da nochmal hin? Da rechts, runter, runter, links? Nein. Nein, da war der Dings. Links. Oder oben? So viele Fragen! Das war diese komische Plattform, war. Danke. Ich weiß, wie der Raum ausgesehen hat. Wirklich? Ja. Cool. Sind wir im Achter durchgefahren. So, nun da war es nicht. Nein, das war. Rechts. Das war da rechts, glaube ich, irgendwo und dann rauf. So, ich hoffe mal, dass da drunter irgendwas ist, weil ich möchte nicht mit so wenig Herzen gegen den Boss kämpfen. Richtig. Gib mir Herzen. Herzen. Gib mir Herzen. Ja, die Kugel. Jetzt macht's nicht mehr. Jetzt macht's nicht mehr. Bipim. 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 Wenn's jetzt wieder Bipim macht, dann bringe ich dich um. Wen? Nicht dich. Also, eins ist jetzt daran mühsam, dass er in mir drinnen stehen muss. Er hat mich wirklich zu Bibim gebracht wieder. Und mir fehlt das Kart hier oben. Wisst ihr was? Ich mache einen kurzen Cut, bis ich dort bin. Okay, gut, wir haben es herausgefunden. Und zwar hat das nicht sehr lange gedauert. Wenn wir nach dem Zwischenboss nach unten gehen und das Ganze wieder umstellen, dass wir da nach links kommen, und zwar hier nach links, kommen wir dann langsam wieder richtig auf die richtige Fährte. Und ich habe hier die Feder. Hey, zu spät. Ach komm. Shut up. Shut up. Shut up, it's my heart. Und genau rechts war das da. Ja, trifft mich noch zweimal, weißt du? Ja, schubsen und dann ihm runterfliegen noch. Ach komm, 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 komm. Piss dich. Komm, piss dich, piss dich, piss dich. Stirb. Ich hoffe, ich kann da irgendwo eine Fee finden. Oder irgendwas, was mich auffüllt. Nein, das wollte ich nicht. Schieben, 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 wenn nichts kommt. Nehmen, schmeißen, nehmen, schmeißen, nehmen, schmeißen. Weil es kann manchmal wirklich vorkommen, dass da zwei Dinge rauskommen. Vom Schieben und vom Hochheben. So wie als wären da zwei Löcher unten. Einmal kann was so raus. Seht ihr? Und dann kommen da Herzen raus, wenn ich schiebe. Dann kommt vielleicht noch ein Rubin raus. Ein Blutkern. Also guter Tipp, immer zwei. Zweifach schauen. Noch schauen, bitte ein Herz oder zwei Herzen, das wäre cool. Bitte? Okay, dann lag nicht, du Egoist. Na dann. Schauen wir mal, dass wir da durchkommen, ohne dass wir verrecken. Und. Ja. Fisch dich! So, danke, rein mit mir.
Krabbe war das, aber du warst sogar ohne. Aua. Ach, okay, ich weiß schon wieder. Ich kann zuschnappen. Hä? Ich kann zuschnappen. Ja. Weil ich auch weiß, wie der funktionieren sollte, an sich. Aua. Komm, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ach komm. Nicht schwul blocken. Oh, okay. Von der Seite kann ich ihn, glaube ich, eh nicht treffen, aber kann ich ihn von oben? Bring! Ach komm. Weil er wieder will, dass ich da drauf schlage. Er blockt immer. Ui. Ach, aua, aua! Nee. Mann! Och, das wird nicht. Okay, okay, okay. Das ist die Mega-Krabbe der Vernichtung. Ich versuche einfach sein. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Oh nein, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Ich traue ihm irgendwie nicht. Ach nee, 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 nee. Verpisst euch! Mann, oh. Diese Viecher sind so böse. Cut. Aber kurze Pop. Egal. Ja, jetzt hört man kurz Zeit. Jetzt geht's weiter. Oh. Hallo. So, ich rüste mir gleich einmal hier. Oh, Glutkerne aus. Aber warte, nein, nein. Für die erste Phase brauche ich ja Feder. Für die erste Phase brauche ich das ja. Jump. Oh. An. An. Geht nicht im Modus. Na komm. Krabbi. Oh, er hat mich einmal getroffen, verdammt. No. Greift doch richtig an. So, er wollte gerade nochmal angreifen. Ich springe normalerweise nicht mehr und das ist ja das, was mich da angepisst hat. Ich will ihn treffen. Das ist ja ein Respawn. Wenn noch einer da ist, ja. Ja, ja, das ist schon klar. Komm, bleib stehen. Ach, du bist so einer. Mühsam, mühsam. Er schafft. Er schafft. Nein, erledigt. Erledigt und geschafft in einem Wort. Er schafft. Na gut, wir halten den Herzcontainer und ich würde sagen, wir hören genau hier auf, wir holen uns nicht einmal mehr das Ding, wir hören einfach hier auf. Das heißt, danke Leute fürs Zusehen, unten links der Link zum nächsten Video und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons wieder, stimmt's? Ja. Ja, gut. Bis zum nächsten Mal, ciao Leute. Knacki, hast du noch was zu sagen? Tschö. Du noch? Tschüss. Oh, tschüss. Tschüss. Diesmal kann Knacki auch tschüss sagen. Tschüss, Knacki. Oh. Oh Gott, das kam schwul. Ja, das kam sehr schwul. Wisst ihr was? Tschüss. Tschüss. Bäh.